Leute, wir haben an der Stelle jetzt das Video abbrechen müssen, weil die Polizei ist kommen. Die haben uns voll erwischt, wie wir da gerade voll undercover. So Leute, heute sind wir ein bisschen mal so in geheimer Mission unterwegs. Und zwar habe ich die Burger King Skandal-Doku natürlich gesehen und gestern auf YouTube von Lim Bilal, also von Big Baba 30, das YouTube-Video gesehen, wo er testet, ob dieser Skandal auch wirklich in jeder Filiale ist. Das ist natürlich alles in Deutschland und wir testen es in Österreich in einer Filiale. Wir schauen uns das mal an. Wir können natürlich auch nicht irgendwie dahinter filmen gehen, aber was wir machen können ist, uns den Burger mal genau unter die Lupe zu nehmen, schauen, wie die Soßen ausschaut und natürlich das Wichtigste, wie der Geschmack ist. Das können wir uns anschauen. Wir machen das eben jetzt ein bisschen so in geheimer Mission auf den Weg, werden drinnen ja ziemlich unauffällig mitfilmen und werden uns das Ganze mal anschauen. Also es wird eine richtig spannende Folge. Sagt uns auf jeden Fall, wie ihr das Video findet, schreibt es in die Kommentare rein und abonniert den Kanal schon mal an der Stelle jetzt. So, hoffentlich sieht man das Mikrofon nicht. Sieht man es? Ja. Passt. Ich habe mich auch ein bisschen typisch angezogen, dass ich hier nicht auf Jogginghose. Und ja, lass uns mal reingehen und verstecke jetzt die Kamera, Marcel. So, wo setzen wir uns hin? So. So, wir sind drinnen. Ich glaube, wir werden uns gleich mal den Anfang da schnappen, oder? Barbecue, sehr gut. Was ist da gehabt? Das ist eigentlich wurscht. Ah, okay, das ist nicht wurscht. Ja. Nein, danke. So, und jetzt Rind. Whopper. Einzeln. Und so einen Cheeseburger würde ich trotzdem dazu nehmen, weil das ist einfach irgend so ein Klassiker. Es war ja auch in der Doku so, dass die Plant-Based-Sachen nicht so wirklich Plant-Based waren. Ja, da ist ja gesagt worden, dass wenn keine Plant-Based-Nuggets waren, sondern einfach normale verkauft genau, ja. Dann mit die Brote, also mit die Patties war da was, also mit den Buns und mit den Soßen. Genau, das werden wir alles anschauen. Den Zeitablaufdatum oder so. Genau, ja. Gut, das können wir nicht herausfinden. Was wir aber schon herausfinden können, ist, ob es frisch ausschaut. Also wirklich, wir können uns durchfuchsen. Schauen wir mal den Klassiker an. Klassiker Cheeseburger. So. Okay. Jetzt haben wir mal hier bei mir den Bun. Der Bun, muss ich sagen, ist eigentlich ganz normal. Schaut jetzt nicht wirklich irgendwie alt aus oder so. Wenn du die Patties genauer anschaust, schauen auch müde aus. Nein, aber vielleicht sind die immer schon so gewesen. Ja, mehr glaube ich kann man dazu auch nicht sagen, oder? Ja, also egal, ausgeht und immer schon so. Schauen wir mal. Ich breche den nochmal auseinander. Und jetzt rieche ich mal. Gut, ja. Riecht so wie immer. Und jetzt koste ich mal. Geschmacksprobe. Standard, glaube ich. So wie immer. So wie immer. Um nichts schlechter, aber auch um nichts besser. 0 auf 15 Cheeseburger beim Burger King. Ich würde jetzt auch nicht glauben, dass der irgendwie alt ist oder so. Und die Soßen, genau, die Soßen wollte ich noch schauen. Was sagst du? Ja. Normal, oder? Ja. Ich halte es nicht abgeranzt oder so aus. Nein. Hm. Ich meine, warm ist es nicht. Ich meine, es ist echt kalt ein bisschen. Oh ja, ja. Ich komme fast nicht mehr. Immer eigentlich, ja, stimmt, hast recht. So, Leute.
Wir waren auch wirklich hier, das ist nicht gesponsert oder irgendwas. Würde mich auch an der Stelle interessieren, Leute, was für Erfahrungen habt ihr schon beim Burger King gemacht? Schreibt das auch da mal rein, ob das wirklich nur so ein Deutschland-Ding ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil das Orge ist ja, es gibt bei uns in Österreich auch keinen Geschirrspüler drinnen. Es gibt den nicht. Das ist eigenartig. So. Riecht schon zwiebelig. Riecht zwiebelig. Kontrolle. Tomaten schon frisch aus. Warte. Jep, sie kommen her. Da kommt er. Ja. Jetzt war ich nervös, oder? So. Das schaut eigentlich auch ganz okay aus, oder? Soße ist, wenn man sich da drunter schaut, ja. Also schaut für mich nicht ranzig aus. Schaut. Genau. Genau. Tomate auf beiden Seiten frisch und bei einer Zwiebel würde es das auch. Ich glaube, hier ist das, was wir jetzt mal getestet haben, ist derweil in Ordnung. Ich muss dazu sagen, das Lokal ist ziemlich sauber. Schaut nicht irgendwie unordentlich irgendwo aus oder so. Wir sind da jetzt im Gewerbepark Schöcklau, wo eigentlich schon relativ viel los ist auch immer, gerade auch am Wochenende, aber es rennt die ganze Zeit einer herum, der putzt die Tische, der putzt den Boden. Also, vielleicht ist auch aber durch die Doku, vielleicht ist durch die Doku wirklich auch was ins Rollen kommt, das können wir halt jetzt nicht wissen. Aber mir wäre auch noch nie aufgefallen, dass irgendwas verschimmelt gewesen wäre oder so. Leute, wir haben an der Stelle jetzt das Video abbrechen müssen, weil Polizei ist kommen. Die haben uns voll erwischt, wie wir da gerade voll undercover den Burger King testet haben. Aber trotzdem, unser Test heute hier im Gewerbepark Stadtlau war, was sagst du, war eigentlich, war okay, ja. Hat echt, ich will nicht sagen gut geschmeckt, aber ja, so wie man Burger King einfach kennt, war jetzt nichts Schlimmes. Es war sauber, es war nichts alt, es war ganz normal. Und ja, wie habt ihr das Video gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Natürlich war das nur ein Spaß. Die Polizei hat auch keinen Hunger gehabt und ist essen gegangen. Das heißt, wir sind nicht rausgeholt worden. War Burger King. Nächstes Video. Könnt ihr mal auch uns sagen, was ihr vielleicht als nächstes haben wollt. Wenn nicht, sehen wir uns einfach. Irgendwann am Sonntag. Die Uhrzeit könnte noch ein bisschen variieren. Also bis dahin, pfiat euch.